Okay. Kriege ich noch irgendwas dafür? Zum Dank verrate ich dir, und zwar nur dir, ein Geheimnis, das ich auf meinen Reisen erfahren habe. Irgendwo auf diesem Kontinent gibt es drei Türme, in denen legendäre Waffen liegen. Oh. Normale Abenteurer kennen nur die drei Türme, deren Namen Mut, Stärke und Weisheit sind. Ah. Mut und Stärke, das kennen wir ja schon. Weisheit weiß ich gar nicht, ob wir da das Lied schon haben. Die Schlüssel zu den drei Türmen sind Zaubersprüche. Die Eingänge der Türme sind verborgen. Aber wenn man in der Nähe des Turms den richtigen Spruch sagt, erscheinen sie. Wenn man den Spruch nur zum Teil weiß, erscheint die Tür, bleibt aber zu. Man muss den Rest suchen. Um den Turm zu betreten, muss man den Spruch lernen. Und zwar vollkommen. Jedenfalls muss man den Spruch am richtigen Ort aufsagen. Die Zaubersprüche, es gibt überall Legenden über sie. Manche werden sogar heute noch erzählt. Was meinst du? Unglaublich. Was? Ich weiß noch andere Sachen, aber ich sag's nichts. Oh nein, mein Rucksack ist weg. Da war meine ganze Reise Ausrüstung drin. Haben wir den? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir haben keinen Rucksack. Mut und Stärke Zauber haben wir auf jeden Fall. Weisheit noch nicht. Nee, einen Rucksack haben wir keinen. Einen Krebskorb kann ich hier anbieten. Okay. Das ist natürlich. Oh! Nein. Warte, ich will das doch einfach nur kaputt machen. Ach komm, wir gucken mal, was hier drin ist. Ach, das ist der Heini mit seinem Boot. Sind. Du bist ein toller Abenteurer. Ja, dann verrate ich dir ein Geheimnis. Irgendwo in diesem Tempel ist ein Mini-Tempel, den nur kleine Leute betreten können. Man darf wohl nicht größer als eine Maus sein. Das war's. Dafür. Wie kriege ich dich denn kaputt? Ich glaube, mit einem Haken oder so könnte man die Pflanzen, die Wasserpflanze zerstören. Ein großer ist aber vielleicht zu schwer. Achso, eine große ist wahrscheinlich zu schwer. Hm. Ja gut, dann machen wir erstmal das mit diesem dunklen Raum. Da ist eine Kiste. Das war wahrscheinlich zu niedrig. Krieg das hin. Ich wusste, dass man sich daran festhalten konnte. Es sieht so aus, als ob es da noch was gäbe, irgendwie wegen diesem. Wie geht das denn mit dem? Der hat sich doch mal so hochgeschwungen. Thank you.
Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Erstmal wieder ganz wichtig. So, jetzt können wir runter. Natürlich. So, ja, die dunkle Tür war woanders. Die war hier hinten irgendwo. Da. Ich meine, das wäre die. Sie. Hey, ist das. Ist da jemand? Ich bin hier reingestolpert. Es ist finster. Ich sehe nichts. Nichts. Hier ist mehr Licht nötig. Ich hab's. 20 Schneeglühwürmchen sollen angeblich sehr hell strahlen. Ich versuch's mal. Uah, zu hell! Zappenduster. Da steht sogar jemand. Tja, das war hell. Das war also die. Das waren also die berühmten Schneeglühwürmchen, Alter. Ich kann nicht sprechen. Alles in Ordnung? Ja, vielen Dank. Ich dachte schon, ich käme nie mehr raus. Ich bin auf der Suche nach der Truhe der Weisheit. Aber hier scheint sie auch nicht zu sein. Truhe der Weisheit? Was ist denn da unter deinem Fuß? Ist sie das nicht? Was? Das ist die Truhe der Weisheit. Sie war die ganze Zeit hier. Es war so dunkel, ich habe sie einfach übersehen. Oh, okay, mal sehen, ob sie aufgeht. Ha, ha, ha. Na, jetzt haben wir schon die Hälfte davon. Hey, ich glaube, ich höre was. Das ist der Klang des Geistes, der Weisheit. Ein sonderbarer Klang. Den Klang sollte man sich merken. In diesem Tempel gibt es noch viele Geheimnisse. Klettere auf diesen anderen Mechanismus. Dort bekommst du Weihwasser. Wenn du runterkletterst, versiegt es. Achso. Vorflüssigkeit. Kann ich die mit dem heißen Wasser schön kaputt machen? Da. Yay. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das gemacht habe. Irgendwas mit Quadrat auf jeden Fall. Was ist das denn? Ah! Haben wir 4 Stück?
Ein Loch in Form eines Schweinerüssels. Okay, eins fehlt uns noch. Ah. Ah, der rechte Hafenteil. Da muss man bestimmt so klein sein wie eine Maus. Das macht bestimmt die Harfe, schätze ich mal. Hier geht es noch weiter nach oben, so wie ich das gesehen habe. Oder ist es einfach nur Zufall, dass der da war? Oh, das ist noch eine weiße Kiste. Guck mal einer an. Guck ich mal, ob ich noch links was dazu finde. Obwohl, ich könnte ja eigentlich mal... den Anzug wechseln. Sehr schön. So, was haben wir denn hier drin? Achso, ich könnte... Ich weiß nicht, wie ich das mache. Oh. Okay, mehr gibt's hier nicht. Gut, dann machen wir mal hier unten weiter. So. Wir haben ja noch... Die anderen haben wir jetzt alle geholt, meine ich. Wenn du irgendwo ein Rad wie dieses findest, bring es her. Hey, du hast eins. Okay, setzen wir es mal ein. Hey, du hast eins. Okay, setzen wir es mal ein. Hey, du hast eins. Okay, setzen wir es mal ein. Okay, die Rädchen sitzen alle. Los geht's. Schnapp sie dir. Mist. Was? Das ist ein Fahrstuhl. Hat man Töne? Was hat man? Töne. Oh, ah. Du siehst, warum man vier Zahnräder braucht bei dem Mechanismus. Wow. Das ist also der Minita-Tunnel, nicht Milita-Tunnel. Jetzt rein mit dir in den Tunnel. Du bist klein. Aha. Oh Gott. Puffeligen Schwanz. Hey, hätte nie gedacht, dass andere so klein werden können wie wir. Ich habe bisher immer nur mit anderen Mäusen gesprochen. Klein zu sein ist nichts Besonderes für uns, aber für dich muss es schlimm sein. Hier, nimm diese Glocke. Okay, dann können wir jetzt hier hinreisen immer. Damit kannst du an diesen Ort zurückkehren, wann immer du willst. Flieg zurück, wenn du mal Zeit hast. In der Nähe ist ein kleiner Tempel, aber wir treffen uns auch gerne in der Stadt oder der Fischer. Komm doch mal auf einen Sprung vorbei. Kann man hier... Also ist jetzt einfach nur, dass wir die bekommen haben und... Wie werden wir jetzt wieder groß? Alter! Das ist unnormal merkwürdig, so hoch zu springen, wenn man so klein ist, ne? Was ist hier? Das ist alles schon wieder so neu, ne? Mini-Tempel.